Auf diesen Moment haben auch die tierischen Bewohner im Zoo der Minis Aue gewartet. Die ersten richtigen Sonnenstrahlen im Vorfrühling. Da hält es Herrn und Frau Minirind und auch die Servale nicht in ihren Behausungen. Die Maras vergessen, dass sie eigentlich Pflanzenfresser sind und laben sich an den Mehlwürmern. Die Aras grüßen mit einem freundlichen Hallo. 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 Guten Tag. Obwohl, das machen die ja immer. Und bei den Minitauben ist schon das Brütefieber ausgebrochen. Da gibt's aber noch einen, der da brütet. Der Curly, ne, der brütet fleißig. Der sitzt auf seinen Eiern. Der merkt gar nicht, dass Valentinstag ist oder Ferien. Für den ist das alles dasselbe. Der ist straff beschäftigt damit, ja, um sich um seine Eier zu kümmern. Ja, der 24-jährige Emu-Mann sitzt ganz bedächtig und steht nur 4-mal am Tag auf, um die grünen Eier zu wenden. Einmal gelang es sogar, ein Foto davon zu machen. Das fing vor Jahren an, als sich Curly auf einen großen grünen Eimer setzte und den ausbrüten wollte. Die Farbe ist also entscheidend. Einen bequemeren, kleineren Eimer hat er konsequent abgelehnt. Ja, auch wenn der Kopf des Emu nicht groß ist, ein eigenwilliger Kopf ist es dennoch. Die eigentlichen Stars sind aber die beiden, Athene und Scopoli. Zwei Steinkäuze und ganz neu im Zoo der Minis. Die sind nur unwesentlich größer als die bisherigen Bewohner hier, die Sperlingskäuze. Allerdings musste sich der Zoo von denen trennen, weil sie immer wieder von Wieseln angegriffen wurden. Ja, die Steinkäuze, das sind also unsere neuesten Bewohner im Zoo. Die sind jetzt erst aus der Quarantäne raus, sind jetzt bei uns angekommen und erfreuen sich, also finden ihr neues Gehege super und nach kurzer Zeit jetzt werden sie auch zusammenkommen, in der Hoffnung, dass sie dann auch mal züchten und brüten. Noch trennt sie eine Gitterwand. Mal kurz durfte die Dame des Hauses aber zu ihrem zukünftigen. Aber nur für einen Fototermin und in der Hand von Tierpfleger Peter Höhmke. Sie stammen von einem Züchter aus dem Saarland und sind streng geschützt. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen sie gehalten werden. Da lohnt sich doch mal wieder ein Besuch im Zoo der Minis. Besonders in den Ferien ist ja immer noch mehr los. Und haben dieses Jahr also wieder unsere Ferienrallye, alles überarbeitet, alles neu. Ganz besonders große Herausforderung diesmal, mal sehen, ob es alle lösen. Wo es dann also auch ein Diplom dafür gibt, wenn sie denn das richtige Lösungswort haben. Ferienrallye, wir haben also in dem Zoo praktisch Stationen, wo die Kinder dann ihr Wissen und ihre Beobachtungsgabe beweisen müssen und sehen müssen, ob sie wirklich gut über Tiere Bescheid wissen. Das kann man jeden Tag in den Ferien und darüber hinaus lädt der Zoo wieder zur Mini-Uni ein. Diesmal zum Thema, dagegen ist ein Kraut gewachsen. Und an 2 Tagen kann man auch mal ganz nah an einige Tiere ran. Vielleicht auch mal eine Schlange anfassen oder mystische Insekten beobachten. Ob nun aber in den Ferien oder einfach mal so, der Zoo der Minis in Aue ist immer einen Besuch wert. Frühling Ahoi und...